Nenne mir zwei Menschen in deinem Leben, die du über alles liebst. So, und jetzt hoffe ich natürlich sehr, dass du dich selbst nicht vergessen hast aufzuzählen, weil Selbstwert, Selbstliebe ist ja immer so ein Thema. Klingt ja mittlerweile auch schon sehr abgedroschen, na, wenn man ja überall so auf YouTube rumschaut. Dein Selbstwert, deine Selbstliebe ist aber wichtig, na? Und was es damit auf sich hat und was momentan vielleicht auch wichtig ist für dich jetzt in der Energie rund ums Thema Wunschpartner, Liebeskummer, Sehnsucht und Fragezeichen. Schauen wir uns heute einmal an. Also herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, wir schauen mal heute, ja, vielleicht zum Wochenende auch mal etwas an, was sehr, sehr wichtig ist und was viele immer leider vergessen. Und man versteht es ja auch irgendwie, ne, wenn man im Liebestaumel oder in der Enttäuschung ist. Gerade dann soll man besonders gut für sich sorgen. Na, und was da so ein bisschen für dich da ist an Energien, was du für dich tun kannst, dass du sagst, ja, okay, stimmt eigentlich, ne, mein Leben geht ja irgendwie auch weiter. Das schauen wir uns an und ich hoffe, du bleibst dran. Na, nicht immer nur schauen, was ist denn mit dem, was ist denn mit dem, was macht er denn jetzt, was macht er denn hier, sondern was ist denn mit dir? Na, hast du dich verloren? Hast du dich vergessen? Hast du vielleicht deine Selbstfürsorge komplett über Bord geworfen? Ja, bist du im Alltag nicht mehr bei der Sache? Ja, ist es vielleicht für dich schon schwer, im Alltag irgendwie deine ganzen Sachen noch zu machen? Vielleicht sogar auf der Arbeit schon, dass der Kopf dann nicht mehr wirklich da ist? Dann ist es höchste Zeit zu sagen: Stopp, 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 stopp. Jetzt ist genug. Na, ich bin auch noch da und ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Das ist Fakt. Und deswegen schauen wir heute mal in die Karten rund um dein Liebesthema, auch rund um dich. Na? Was kannst du tun, damit es dir nicht gar so schlecht geht oder dass du da mit deinen, ja, Gedanken, mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Energie immer irgendwo im Nirgendwo unterwegs bist? Das schauen wir uns jetzt an. Ich mache auch persönliche Readings, nicht nur zum Thema, was gibt es beim Wunschpartner? Was kann man da tun und machen, dass das wieder was wird? Sondern ich mache natürlich auch Readings und die mache ich sogar sehr, sehr gerne, wenn ich immer Anfragen bekomme, wo es dann heißt, Mensch, schau doch einfach mal bitte für mich in die Karten rein. Was gibt es denn da für mich so Schönes zu sehen? Das mache ich sehr, sehr gerne. Da freue ich mich jedes Mal, auch wenn es ums Thema Selbstfürsorge geht. Oder schau mal im ersten Deck nach. Für euch beide und im zweiten dann für dich, wird auch immer öfters gerne mal gemacht. Also von daher freue ich mich da natürlich sehr. So, also wir schauen jetzt hier mal ein bisschen rein, was da bei dir so zu sehen ist aktuell. Ich sehe schon hier der Tod, also da stirbt jetzt keiner. Ja, da ist tatsächlich gleich mal direkt die Karte fürs Loslassen und für die Transformation gefallen, für den neuen Weg. Also, wenn du mit deinem Liebesthema gerade ja so ein bisschen am Struggeln bist, ja, wenn du sagst, ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob da noch mal was kommt, ich weiß nicht, ob das noch mal was wird, ich muss vielleicht auch mal die Option loslassen und neuen Weg gehen in Betracht ziehen, falls da gar nichts mehr passiert, denn der Tod, das ist eben, wie gesagt, die Karte, wo es einfach ums Loslassen geht. Und ich sage auch immer gerne mal, ja, Thema Loslassen, das kannst du dir schon auch bildlich vorstellen. Du hältst etwas fest, ja, dass es nicht geht. So, aber wenn du loslässt, ja, und es geht wirklich, dann hat es ja nie zu dir gehört. Deswegen ist zum Beispiel im Lenormand-Deck meine berühmte Karte der Schmetterling für mich eine der schönsten Karten, weil es da einfach wirklich darum geht, Dinge, an denen man dauernd festhält, dass die da bleiben, mal loszulassen, ach, die Fingerchen mal entspannen, dann auch die Hände aufmachen und schauen, was kommt denn von ganz alleine zu mir? Ich möchte Dinge in meinem Leben haben, die ich nicht festhalten muss. Ich möchte mich nicht an was klammern und an jemanden festhalten energetisch und denken, na, wenn ich nicht festhalte oder das loslasse, dann ist es ganz und gar weg, weil dann wäre es ja sowieso nie zu dir gekommen. Also hier der neue Weg, auch eine Karte für Ende von Blockaden.
Und man sagt, hier geht es ganz, ganz stark ums Loslassen, um die Transformation. Altes darf gehen, Neues darf beginnen, ein Ende von Blockaden, ein neuer Weg. Ja, hier haben wir ja auch schon die drei der Stäbe mit der Hohen Priesterin. Ja, die Hohe Priesterin, ja, die steht auch für Bauchgefühl, für Weisheit, ne? Die steht auch für Spiritualität. Also du bist ja spirituell. Und da haben wir eine hohe Priesterin, und die ist auch sehr, sehr schlau, ne? Eine schlaue Frau, wo man wirklich sagt, okay, die hört auch gern mal auf ihr Bauchgefühl. Und vielleicht sagt dir dein Bauchgefühl auch schon, nicht erst seit gestern, ja, sag mal, an was hältst du denn jetzt eigentlich fest? Oder warum hältst du überhaupt fest? Ja, mit den drei Stäben. Da geht es ja auch schon so ein bisschen um Entscheidungen, die da fallen, ne? Die man in Ruhe trifft, mit seinem Bauchgefühl. Ja? Weitergehen, etwas beenden. Also du darfst jetzt hier mal heute an diesem Tag ganz konkret in dich hineinfühlen und spüren, hältst du an etwas fest, das weg wäre, sobald du es loslässt? Dann kannst du sowieso loslassen, weil dann bringt dir das alles gar nichts, ne? Weil dann ist es nur mehr oder weniger da, weil du ständig daran festhältst. Oder ist es nicht da und du versuchst es festzuhalten? Das ist ja noch schlimmer. Na, 1, 2, 3. Schauen wir nochmal weiter. Ja, Bauchgefühl ist sowieso immer ein wichtiges Thema. Da sind die Frauen den Männern ja auch schon ein bisschen voraus mit ihrem Instinkt, mit ihrem Bauchgefühl, das sehr, sehr gut und sehr, sehr ausgeprägt ist, dass du schon sagen kannst, okay, was sagt mir denn eigentlich mein Bauchgefühl, meine Stimme in mir drin, ja, die sagt, okay, hier ist natürlich schon der Wunsch da nach einer starken Bindung, nach einem, ja, einer Basis, ein Fundament im Leben. Und hier ist der Reiter mit den guten Nachrichten. Daher hier auch die drei Stäbe. Wenn du merkst, du hast es im Leben, in der Liebe schwer, ja, dann ist das nicht dein Weg. Wir sind am Leben, nicht am Leben, um es uns schwer zu machen, wir sind am Leben, um es uns leicht zu machen. Ganz klar. Ja, wenn dann immer die Leute sagen, da schau, der macht sich's ja nur leicht, wie, schau mal, der macht sich's leicht. Ja, klar mache ich es mir leicht, warum soll ich es mir dann auch schwer machen? Weitergehen, transformieren, einen neuen Weg finden für dich, für gute Nachrichten, für eine Basis, für ein Fundament, das Haus, auch das innere Zuhause, der Bär, die Kraft, die Stärke, das Selbstbewusstsein. Wenn du in deinem Alltag jetzt schon irgendwie spürst und merkst, oh ja, ich merke schon, denn das Thema, das ist immer an mir dran, das beschäftigt mich die ganze Zeit, ich kriege meinen Alltag schon gar nicht mehr auf die Reihe, dann ist es Zeit, das hinter dir zu lassen und zu sagen, okay, ich höre mal auf mein Bauchgefühl, das schreibt mich ja mittlerweile schon an und sagt, geh weiter, ja, hier gibt es nichts mehr zu holen, er trifft deine Entscheidung für dein Selbstbewusstsein, für dein inneres Zuhause, für die guten Nachrichten. Auch hier das Thema mit der Zwischenwelt zu schauen, wo bin ich denn? Ja, Zwischenwelt ist so, ich bin hier und da und dort und do und da, also nirgendwo wirklich. Ich brauche ein Ziel, einen Weg, etwas Neues. Ja, und da heißt es auch mit dem Hund natürlich so eine Karte, sich selbst treu sein. Also sei dir selber treu. Du hast es nicht nötig, ja, auf jemanden zu warten. Du hast es auch nicht nötig, um Liebe zu kämpfen. Man muss nicht um Liebe kämpfen. Ne? Liebe ist entweder da oder die ist eben nicht da. Und wenn die nicht da ist, dann brauche ich auch nicht drum kämpfen. Wenn mein Partnerin oder meine Partnerin oder dein Partner nicht so wirklich da ist, bei dir ist, oder ja, du merkst, du liebst sie mehr als sie dich, oder du liebst ihn mehr als er dich, dann brauchst du da nicht kämpfen. Die ist da oder nicht. Und deswegen sei dir selber treu. Schau, dass sich erstmal deine Welt weiterdreht. Schau mal, dass du in deiner Harmonie, in deinem Ankommen bist und dass es dir auf jeden Fall mal gut geht. Nicht immer hoffen, bangen, warten oder ja, vielleicht sogar auch nicht trauen, beim Wunschpartner mal nachzufragen, ne, wie schaut es denn aus mit uns, weil man Angst hat, man bekommt was zu hören, was man nicht hören will. Na, das ist auch alles der falsche Weg. Der Weg zur vollkommenen Liebe, na,
geht auch ja, darüber zu sagen, okay, etwas ausbauen, etwas aufbauen bei mir selber, das Verständnis zu entwickeln, zu sagen, und jetzt sind wir ganz weit weg vom Thema Wunschpartner, zu sagen, ich brauche in meinem Leben niemanden, damit ich glücklich bin, ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, um in deine eigene Leichtigkeit zu kommen. Wenn du dir immer wieder sagst, hey, ich brauche den nicht, um glücklich zu sein. Ich brauche niemanden, damit ich happy und glücklich bin. Ich kann das selber machen. Ich kann selber dafür sorgen, dass es mir gut geht. Dann kommt da auch ein Riesenwachstum rein in Sachen Liebe. Die 10 Kelche, das ist ja die höchste Liebeskarte, im Deck an der Stelle, wo ich dir sagen kann, das ist auch Wunscherfüllung und Zufriedenheit. Zufrieden sein mit sich selber. Und zufrieden sein und nicht dabei zu schauen, wer kann denn da jetzt in meinem Leben sein, damit ich glücklich bin. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und daher hier die drei Münzen. Da kann man was ausbauen, was aufbauen. Da kann man etwas verbessern. Vielleicht auch an sich selber. Immer wieder zu sagen, hä, gut, wenn der nicht will, ja, dann kann er mich mal gern haben. Ne? Gehe ich meinen Weg weiter. Ich habe keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Hier ist ja einer, der schmollt so ein bisschen vor sich hin, der weiß nicht so recht, was er will. Na, auch wenn man ihm den Kelch der Liebe reicht, ja, ist er immer noch nicht so wirklich am Start. Da darfst du für dich selber sagen, pass auf, wenn du so da sitzt, ja, und nimmst meinen Kelch der Liebe nicht an, ja, und nimmst mich nicht wahr als der gute Partner, der ich bin, ja, dann kannst du gehen, ja, aber geh mit Gott. Weil sowas brauche ich in meinem Leben nicht. Deswegen lese ich ja auch in den Kommentaren in der letzten Zeit öfters mal, ja, dass viele, viele tatsächlich gerade in so einem Abnabelungsprozess drin sind, wo man sagt, naja, ich habe jetzt eigentlich die Nase voll. Ja? Eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Der hatte seine Chance. Na? Und wenn einer nicht merkt, was du für ein toller Mensch bist, dann ja, hat er einfach Pech gehabt. Und du musst dich damit nicht beschäftigen. Und wie gesagt, musst du auch nicht kämpfen, weil um Liebe muss man nicht kämpfen. Die Liebe, die ist da oder nicht. Na, so. Was haben wir da? Auch was hier in Bezug aufs Ausbauen und Aufbauen für dich selber ist, um zu verstehen, der Esel auch dir ja immer wieder zu sagen, hey, ich bin ein ganz, ganz toller Mensch. Ich brauche niemanden, damit ich glücklich bin. Ja, ich brauche jetzt nicht den, damit es mir gut geht. Ich brauche nicht den, damit ich glücklich bin. Kann das selber machen. Ja, Sonne tatsächlich hier große Glückskarte mit dem Stern Klarheit, Fülle und Wunscherfüllung. Für dich selber, also diese Erkenntnis, na, dass man wirklich auch mal sagt, hä, wieso geht es mir eigentlich schlecht? Ja, wegen dem, ja, nur weil ein Mensch auf dieser Welt nicht an meiner Seite sein will, geht es mir jetzt schlecht. Das kann ja gar nicht sein. Also ich werde jetzt mal anfangen und meinen eigenen Weg gehen. Es geht hier mit den Mäusen drum zu schauen, was nagt denn an mir, was beschäftigt mich denn da eigentlich ganz genau? Die Maske, ja, das ist so eine Karte, ich habe mir vielleicht hier auch was vorgemacht, wäre schön mit dem gewesen. Jetzt hat sich herausgestellt, das ist ein kompletter Idiot, na, sorgt dafür, dass es dir schlecht geht. Und da gibt es Kummer und Sorge, da muss man dann auch drauf schauen. Also, wenn da einer ist, wo du vornherein schon merkst, hä, der sitzt nur da und schmollt und ich reiche ihm einen Kelch der Liebe nach dem anderen. Ja, und er steht nicht auf und gibt mir auch einen Kelch der Liebe zurück. Dann heißt, okay, ganz, ganz schnell wieder ins innere Gleichgewicht finden und nicht mit dem Kopf hier unterwegs zu sein. Na, warum, wieso, weshalb? Ganz, ganz oft ist es das Thema, wenn er sich einfach so zurückgezogen hat, dass man das dann natürlich nicht aus dem Kopf rausbekommt, weil es unbeantwortete Fragen gibt, ja. Aber auch die dürfen gerne unbeantwortet bleiben, wenn einer meint, er kann sich einfach so von dir zurückziehen. Wenn einer meint, er kann dich einfach ja, sitzen lassen, ohne dass er dir erklärt, warum er sich zurückzieht, dann kann alles an Fragen bezüglich dieser Person gerne unbeantwortet bleiben,
weil es dann einfach nicht mehr interessiert, weil es wichtig ist, dass wir unser inneres Gleichgewicht schnell wiederfinden. Lilien, natürlich, ja, Sexsinnlichkeit, Romantik passt jetzt hier aber nicht dazu. Die Lilien auch das innere Gleichgewicht, wo man sagt, ja, wichtig, dass ich mich wohlfühle und zwar nicht, weil irgendjemand da ist, sondern ich fühle mich einfach wohl, weil ich selber da bin. Ja, ich bin da, ich bin heute Morgen aufgewacht, mir geht's gut, ich bin gesund, na, ich habe ein Zuhause, ich habe vielleicht einen Job, ich habe ein Auto, ich habe was im Kühlschrank, ich habe Freundinnen, Freunde, vielleicht auch Familie, mir geht's gut. Ich kann selber dafür sorgen, dass ich mein eigener Herrscher bin. Auch wenn es mal schwer ist im Leben, auch wenn es mal Konflikte gibt. Herrscher, und du bist in dem Fall dein eigener Herrscher, sind dafür da, um dafür zu sorgen, dass es auch läuft, wenn es mal schwierig ist. Die 10 der Stäbe, das ist eine Last, da bündelt jemand seine Kräfte. Das Leben ist kein Ponyhof, das wissen wir ja alle. Ja, es gibt auch mal Konflikte, es gibt auch mal einen inneren Konflikt. Das heißt also, ja, innerer Konflikt an der Stelle, wo ich dir sagen kann, ja, lass ich's los, bleib ich da, ne, wo geht man hin? Das sind solche Fragen, die einen gern mal in einen inneren Konflikt reinbringen. Aber ganz wichtiges Thema, was wir hier jetzt gesehen haben, ist bei dir bleiben und immer wieder dir sagen, ich brauche jetzt erstmal niemanden in meinem Leben, damit ich zufrieden bin. Ja, wo kommen wir denn da hin? Und wie kann es eigentlich sein, dass da jemand ist, der ja, mich in eine ungesunde, toxische Situation gebracht hat mit dem Gift? Na? Wie kann es denn sein, dass er vielleicht auch mit Worten und Taten dafür gesorgt hat, dass es mir nicht gut geht? Ich habe das jetzt erkannt. Der Schlüssel, das ist die Erkenntnis, Erfolg und Lösungen. Oh, jetzt fängt die Maya Alexa auf einmal an zu sprechen. Ja, Erfolg und Lösungen ist das. Und auch die Erkenntnis an der Stelle, wo ich sage, ja, ich habe jetzt schon irgendwie verstanden, ich habe jemanden in mein Leben gelassen, der mich in die Belastung gebracht hat, der mich in einen inneren Konflikt gebracht hat, der mich in eine ungesunde Lebenssituation gebracht hat. Ich habe jetzt verstanden, dass ich mein eigener Herrscher bin. Ja, mit dem Baum, das ist ja die Stabilität, die Blumen, Selbstwert und die Selbstliebe. Und jetzt haben wir hier auch noch mal als letzte Karte, oh Wunder, meinen berühmten Schmetterling, wo ich dir immer auch gerne mal wieder sage oder ins Gedächtnis rufe, dass das Thema Loslassen nicht immer bedeutet, dass dein Gegenüber jetzt komplett von der Bildfläche verschwunden ist, für immer. Loslassen bedeutet in Wirklichkeit einfach, ich löse meinen energetisch klammernden Griff in Bezug auf eine Person auf und sage, okay, ich lasse das jetzt erstmal los. Es tut mir vielleicht sogar auch in dem Moment gut, wenn ich sage, ich beschäftige mich jetzt da gar nicht mehr damit, weil ich vielleicht momentan gar nichts dran ändern kann. Ne? Ob ich da jetzt festhalte, ob ich mein Alltag nicht richtig auf die Reihe bekomme, ob mich der Chef auf der Arbeit schon fragt, ob alles in Ordnung ist. Bringt alles nichts, weil die Situation ändert sich dadurch nicht. Deswegen loslassen und einfach mal sagen, okay, ich nehme alles auch aus meinem Kopf, gebe es mal in die Blase rein, muss mal zur Ruhe kommen und dann ja, schaue ich mal, was ich in meinem Leben empfangen darf, ohne dass ich daran festhalte oder festgehalten habe. Alles, was von ganz alleine zu dir kommt, bringt dir Leichtigkeit. Alles an, was du festhalten musst, dass es irgendwie bleibt oder weitergeht, nimmt dir deine Leichtigkeit. Das ist anstrengend. Und wie wir ja schon festgestellt haben, wir wollen ja nicht, dass es im Leben irgendwie anstrengend ist. Wir wollen ja unsere Leichtigkeit haben. Also wer nicht bei mir sein will, darf auch gehen. Der muss nicht bei mir sein, will auch gar nicht, dass der bei mir ist. Wer bei mir sein möchte, der ist herzlich willkommen und herzlich eingeladen, in meinem Leben zu sein, solange er mir gut tut. Und das ist der erste Schritt zur berühmten Leichtigkeit. Nicht anstrengen, nicht irgendwie sagen, ich will, ich muss, der soll jetzt aber mal und Ding, sondern sagen, okay, alles klar, lasse ich das mal los.
Entweder der kommt oder eben nicht. Ich lebe mein Leben weiter, weil dein Leben ist kurz. Eine schöne Reise soll das natürlich auch sein. Von daher hoffe ich, habe ich dir jetzt ein bisschen geholfen, wenn du gerade ja in dem Thema bist, okay, ich lasse das mit dem jetzt, weil es einfach nur nervig ist mittlerweile, dass ich dir ein paar gute Anhaltspunkte in Sachen Selbstfürsorge gegeben habe. Na? Also, da würde ich sagen, ja, bleibt gesund, seid lieb zueinander, lasst viel Liebe da, ein Kommentar, ein Daumen hoch, würde ich mich sehr freuen. Und ja, genau, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bleib stabil, ciao.